Ja, moin und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Jetzt geht's natürlich weiter bei Phantasmagoria. Wir sind endlich in der Scheune drinne. Da oben auf dem Dachboden raschelt was. Ihr wollt unbedingt wissen, was es ist. Ich will es auch wissen. Deswegen schauen wir nach. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wie immer, viel Spaß beim Anschauen. So. Direkt angucken kann ich mir das ja nicht. In die Pferdebox reingehen. Ich glaube, ich nehme mir mal den Haken hier. Boah. Nö. Im Hammer. Nee. Okay, kommen wir erstmal hier rein. Wird schon nichts passieren. Hallo? Es ist bestimmt nur irgend so ein Frettchen oder so. Irgendwas, was sich hier eingenistet hat. So ein Marder oder sowas. Hallo? Ich wusste, dass sie das sagen würde. Ja, scheiß drauf. Geht der Sache einfach nicht weiter auf den Grund. Ich stache einfach mal mit dem Schürhaken in den Heuballen. Nein. Ich gebe da mal einen Schnappflussreiniger. Der meinte doch, wir sollen vorsichtig damit sein. Sehr aggressives Zeug. Ja, keine Ahnung. Kommt jetzt einfach nochmal die gleiche Sequenz? Meine Fresse. Tatsächlich hat die mich erwischt. Ey. What a nice kitty. Don't do that. Spaz. Bast, Alter. Und weg. Weg der Spaß. So, was gibt's denn hier noch Schönes? Es kann doch jetzt nicht nur dafür gut gewesen sein, dass wir hier einmal so eine Katze sehen. Vor der schrecklichen Grammophonmusik hierher geflüchtet ist. Aber wie hat die Katze denn bitte diesen Balken weggekriegt? Irgendjemand muss ja hier sonst auch noch drinne gewesen sein. Außer der Katze. Ja, mega nutzlos. Ja, irgendwas gibt's hier später dann noch mit dem Haken. Ich glaube, jetzt können wir hier gar nichts machen. Da ist eine Leiter. Wir haben da eine Leiter liegen und wir haben da einen Haken hängen. Können wir mit einem Haken die Leiter greifen, um die dort runter zu holen? Das ist doch wohl nicht. Guck doch das mal an. Ich meine, was kann denn so schwer sein, hier mal kurz die Leiter runterzuholen? Nun verstellt man sich da so eine Kiste hin oder sowas. Wie gesagt, mit dem Schürhaken kann man die doch da runterziehen. Das ist doch alles gar kein Problem. Ich weiß nicht, warum das häufig so komisch gemacht ist bei diesen Point-and-Click-Adventuren. So Sachen, die eigentlich ganz einfach sind, muss man über 1000 komplizierte Umwege machen. Kein Mensch tun würde so. Also ich hätte die leider da jetzt schon runter. Ich hätte auch den Haken darunter, hätte ich ihn gewollt. So, das ist. Ja, ich hab da einen scheiß Abfluss rein. Don! Ich habe jetzt einen Schlüssel.
Nein, das funktioniert hier natürlich nicht. Ich schlag die Tür ein. Nein, geht auch nicht. Dann stemme ich sie halt auf. Hey. Nein, geht auch nicht. Komm, mach jetzt auf hier. Mal auf mit der Scheiße hier. Ich war extra Loser. Dawn! Ja, und jetzt? Was ist hier schon wieder los? Wer hat das Kind zum Bein gebracht? Nein, es spukt hier überhaupt nicht. Der Ladenbesitzer ist so derbe verrückt, ey. Und die kann auch ganz gut singen. Kriegt sie ja besser aufgeschaltet als das Grammophon. Ja, schön ein bisschen Abflussreiniger drauf. Passt schon. Ja. So, findest du den Typen immer noch verrückt? War das jetzt endlich der letzte Beweis, den du brauchtest? So, hier, Schatz. Ihr habt einen scheiß Abflussreiniger. Ja, das ist jetzt mal gut. Was war hier jetzt eigentlich drinne? Das hat sich doch nie geklärt. Aus einer grünen Giftwolke. Ein staubiges altes Buch, ja, nice. Genau das wollte ich haben. Nein. What are all these strange symbols? Zeig mal. Looks like Latin. Latein, okay. God, it's been a long time since Latin class. Ja, wenigstens hattest du's. Bloß nicht laut vorlesen. Weiß nicht, was dabei rauskommt. Remember Evil Dead. Ja genau, pack wieder ein hier. Alles kaputt. Ist doch eh kaputt. Ich hätte das Buch jetzt erstmal eingepackt. So Leute, ich habe hier noch was übersehen. So kann man natürlich auch nicht weiterkommen, wenn man schnell die Sachen übersieht. Er schon wieder lauert jedes Mal auf mich im Laden, wenn ich hier reinkomme. Good morning. Good morning. Ja, ich war gerade erst da vor einer Stunde, ne? Okay, er ist schon etwas älter. Sind wir einfach mal nachsichtig. Weil hier... Hier? Hier. Kann man nämlich noch hin. So, und hier gibt's auch... Ich habe keine Ahnung, was das ist. Freie Suppenknochen. Okay. Ja, gönn dir. Gönn dir einen freien Suppenknochen. Ach ja, Suppenknochen. Jetzt ist der Groschen gefallen. Ich dachte gerade, was soll ich mir denn da die ganze Zeit so, ja, was soll ich mir denn darunter vorstellen, dass der da tatsächlich so Schlachtabfälle im Prinzip, so Tierknochen, den Schlachter nicht mehr gebrauchen kann? Kann man aber noch gut in Suppe einkochen, um den Geschmack daraus zu kriegen und das Mark aus den Knochen rauszukochen. Boah, Leute. Ich habe gerade, glaube ich, gerade eine mega Idee, was ich mit diesem Knochen machen kann. Ciao. Aber
Mehr hatte ich als, also mehr als das hier hatte ich auch gerade nicht, hatte ich mir gar nicht angeguckt, noch mal kurz. Können noch mal hier kurz reingehen, da gibt es noch eine witzige Szene. Mehr hatte ich auch schon gar nicht mehr gesehen im Tutorial, im Walkthrough. Ja, was heißt I love when you do the bubble. excuse me, honey. You're back here again. Yeah. Now, can you not see I am with a client? Yeah, I can see that. I don't know what I'm doing here. There's nothing I need from you. Good. Okay, where were we? The coochie-coochie we were doing. That's what we're getting steaks. Oh, I love that. Aber noch peinlicher als dem Typen, finde ich die Frau, die das mit sich machen lässt. Sleazeball. Jetzt steht er hier mit dem Ball. Hat er den jetzt der Frau mit dem Hund geklaut? So, hier können wir jetzt auch rein. Jetzt hat hier mal alles geöffnet, Leute. 18th or 19th century cameos. Unfortunately, I don't have any at this time, but I do have some very fine old jewelry if you'd care to. Wie hier sollen, weiß ich auch noch nicht. I understand. I see. I see. Well, I will be on the lookout for any cameos of that description, and you said you'd pay well? Nur Bares lachte. Ist der Sound? All right, I'll be sure to call you back if I find anything. You're welcome. Ich glaube, da fehlt dir ein Stück aus dem Telefonat. Oder? Kann ich nichts machen, ne? Hi. Hello. See anything you like? Oh, I'm just looking. Thanks. Nein, alles potthässlich. I'll be here if you have any questions. Okay. Thanks. Das sind. Hier sind Sachen zum Verkaufen drin. Ich dachte, das sei so Büro von so einer Wahrsagerin oder so. Keine Ahnung. Was ist denn das für eine Verkaufsfläche hier? Der hat alles auch nur einmal. Das ist wahrscheinlich so eine Art Antiquitätenhändlerin. Ach du Scheiße, die Uhr will ich schon mal nicht. Ich gucke mich einfach mal ein bisschen um. Excuse me. Yes? You know that beautiful crucifix in the display case over there? Yes. I was wondering how much you're asking for it. It is a lovely piece, isn't it? Yeah. Ja. Sehr schönes Stück. This particular crucifix is not terribly old, only from the early 19th century, but it is a rare piece, made out of titanium, a metal which had only just been discovered. I didn't know they made jewelry out of titanium. They don't, as a general rule. That's what makes this such a rare piece. It is interesting. So, how much? Oh, not much, considering its rarity. Only 2,200. That much? That's more than I can afford right now. Well, in that case, call me if you need any further assistance. Ja, kein Bock auf mit so armen Leuten zu verhandeln hier. Ja, also sie will, anscheinend will sie hier, dass das schöne Silberkreuz dort haben. Das ist aus Titan, ein Material, was damals erst entdeckt, gerade frisch entdeckt worden ist. Derbe selten und sowas alles. Ist auch noch nicht so alt. Aber sie will ihm halt über 2000 Dollar dafür haben. Und das hat sie gerade nicht locker. Und sonst? Hier geht's wieder raus. Ja. Ich wollte mich eigentlich nochmal mit ihr unterhalten, natürlich. Ja, mach dir nochmal die Haare schön, meine Fresse, das geht mir langsam echt auf den Sack. So eine Tussi, ey.
Ma'am? Yes? Hi, na? I'm Adrienne Delaney. I just moved here from Boston. I was wondering if you could maybe tell me... Did you say your name was Adrienne Delaney? You're not a writer, are you? Yes, I am. Why do you ask? Oh, Merke, das I just loved zum your Geschenk. Mystery novel, Blue Moon Rising. I couldn't put it down for a week. Can I have your autograph? Yeah, sure. Oh, thank you. Schwupp, und schon habe ich das Kreuz gekauft auf Ratenzahlung. What's your next book about? Oh, now you're gonna have to wait for that to come out. Oh, fiddle, I was afraid you'd say that. Well, what can I do for you, Adrienne? Well, I was hoping maybe you could tell me something about the area. Listen, I know everything that goes on around here. Like, I know you're the one who bought the old Carnivash estate. If you ever have any questions, I'm the one to ask. Great, sehr schön. I'll do just that. Thanks, Luann, only most folks call me Lou. Okay, thanks, Lou. Anytime. Ja, ey, Moment mal, ich habe eine ganze Menge Fragen. I have a question. Do you know anything about a very old man named Malcolm? Malcolm Wormshadow? Do I ever talk about a strange old man? But I haven't seen him for months. Though Ethel does come into town to buy groceries. Who's Ethel? Well, she's Malcolm's nurse and also companion and housekeeper and whatever else. He's very old, you know. Almost 110. 110? Is that possible? I told you he's strange. It's almost like he's immortal or something. Most people in town avoid him. They call him a witch, but I don't believe all their talk. Well, I'd like to speak to Malcolm. I understand he used to live in my house as a child. With Carno? That's true, he did, but I doubt if you can talk to him. He's like a hermit, very private. I'd like to try. I have a lot to ask him. No wonder you're a good writer. You have a lot of natural inquisitiveness. Well, to find him, he lives about a mile out of town, down a dirt track, on the other side of the bridge. Okay. Thanks for the info. Sure. So, wo können wir jetzt nochmal über das Kreuz hier verhandeln? Vielleicht passiert ja jetzt was anderes, wo sie weiß, dass ich ihre Lieblingsschriftstellerin bin. Nein, also... Ich hätte erstmal mit ihr reden sollen, vielleicht. Kann ich ihr noch weitere Fragen stellen? Zum Beispiel, warum ein Baby in meinem Haus rumspukt? Oh, hello. Can I help you? I hate to bother you again, but I'm very curious about the old Carnivash estate. What can you tell me about the place? That is an interesting place. How do you like living there? I'm not sure yet. I think it's going to take a little getting used to. Oh, ich hätte jetzt mal das andere übersetzen sollen. Well, I don't envy you. Now, why do you say that? You know, people act very strange when I tell them I bought the Carnivash estate. It's no wonder. It's rumored to be haunted. Do you believe in ghosts? Of course not. Why? The ghost of Carno supposedly haunts the place. It's not even supposed to be safe to live there. Well, has anybody ever been hurt? Or, God forbid, killed there? I don't remember any deaths, but plenty of injuries. Over the years, the people who owned the place used to bring workmen in to fix things up, but invariably some bizarre accident would occur. One man had his arm chopped off, another man tumbled down a flight of stairs and broke his neck. He was paralyzed for life. God, that's terrible. Maybe these men were just careless. Ja, wieder ein Macker, ne? Maybe, that could be. Even so, you be careful, all right? Yeah, I will. Thanks. Sure. Okay. Fassen wir jetzt nochmal die Gespräche zusammen. Also sie hat ihn zuerst über den alten Mann befragt, diesen über 110-Jährigen, der da Bescheid weiß über das Haus und hat erfahren, wo in etwa der lebt.
So, das, hier in der Nähe der Ortschaft über eine Brücke, irgendeine dreckige Straße entlang. Und im zweiten Gespräch ging es dann eben halt nochmal ums Haus. Also da, als das ein bisschen renoviert wurde und sowas alles, gab es dann mehrere Unfälle auch. Da hat sich einer einen Arm abgeschnitten, einer ist runtergestürzt, ist gestürzt, hat sich das Genick gebrochen, ist aber nur gelähmt, nicht tot. Und all so eine Sachen, die dort rund ums Anwesen passieren, die sind hier in der Ortschaft bekannt und deswegen sind sich viele sicher, da spukt es eben halt drin. Da können wir noch was machen. Excuse me. Yes? I just have a simple question. Okay, ask away. Well, I'm very curious. Has anybody at all lived in the Carnavash estate since Carno's death? I'm really not sure. The Templeton family bought the place about 10 years after Carno's death. That would have been around, oh, 1910. There was talk of turning it into a museum. Electricity was added, but because of a rash of injuries and bizarre events, it never came about. But has anybody at all lived in the house before us? I really don't think so. The Templetons never seemed to show any interest about the place. I think they were bothered by the reputation the estate had. Anyway, it just seemed to sit there and be handed down from father to son to grandson. That's very interesting. Thanks. No problem. So. Ich will die noch nicht nochmal ansprechen. Ich will mal weiterkommen. Also, anscheinend hat hier seit dieser Besitzer da, dieser Kavas oder Kanas da gestorben ist, hat niemand mehr wirklich in dem Haus gelebt. Eine Familie namens Templeton hat das Haus mal gekauft, aber nie war jemand da. Also, dann wollte man daraus ein Museum machen, aber dann kam es zu den Unfällen, von denen sie vorher schon berichtet hat, im Zuge der Renovierung, als man dort Elektrizität reingelegt hat und so. Ja. Also wurde das Museum nie eröffnet. So, jetzt zu meiner Idee mit dem Knochen. Ja, ist doch jetzt mal gut, Alter. Da hast du dein. Hier, verpiss dich mit dem Scheiß hier. So. Good dog. Nice doggy. Und weg. Ja, ciao. Ey, man rät so, dass ich auch mal auf Anhieb lösen kann. Ne? Weiß nicht, was ich hier will oder wer hier wohnt, aber ich habe ein Rätsel gelöst, um herzukommen. Yes, what do you want? Ma'am, ach so, sie. I just bought the old Carnavage estate. I understand the man who lives here, Malcolm, I think his name is. Ach so, He used hier to live wurde there er as a alte. young boy. So? Well, I was wondering if maybe I could speak to Malcolm about his experiences there. I have a lot of questions to ask him about the place. No. Mr. Warm Shadow is a very old man. I don't Shadow. see any reason for you to come in and upset him with unpleasant memories. But I said no. Bam! Toll. Knochen weg. Trotzdem nicht weitergekommen. Ja, so leicht lassen wir uns ja hier nicht abwimmeln. Ich wollte eigentlich immer ums Haus rumgehen. Ja. Tja. Ja, wenigstens der Hund ist glücklich, Leute. Ich wollte gerade sagen, komm jetzt nicht mehr raus hier oder was? Nein. Ja.
Wie bin ich denn jetzt hier hingekommen? Hier gibt es doch noch einen Bereich zum Inspizieren. Was ist denn hinter dem Kamin? Noch ein Friedhof oder was? Ah ne, den habe ich ja hinterm Haus. Die Folterkammer fehlt uns noch. Handfeste Folterkammer. Don, don't scare me like that. Okay. I'm just trying to keep you on your toes, Adrian. You never know who'll be sneaking around this place. Sneaking around like you? Not me, Adrian. Was guckt der denn so komisch? Der wird da den Abfluss reinigen. Can't you see? We're not alone on this island. Probably just some vagrants. I doubt they're even here anymore. They better not be. Because if I catch their asses around here... Don, don't. Come on, honey. They're probably gone. You know, we always have our trusty watch cat's pass. Yeah, right. Aber dass der Abflussreiniger nicht im Mittagessen hast, du komische Clown, ey. I got work to do. And I don't want you hanging around out here. I want you to stay up at the house. Den Typ. Ja, aber wir wissen ja, woran es liegt. Er kann ja nichts dafür. Er sagt auf jeden Fall, dass er da auch die Vermutung hat, dass sie hier nicht alleine auf der Insel sind. Ja, Spoiler-Alarm. Hier gibt es sogar ein Dorf, da wohnen Leute. Da gibt es auch einen General Store und so. Natürlich sind wir hier nicht alleine. aber er denkt wahrscheinlich auch, dass sie nicht alleine hier im Haus sind. Und er hat ja hier die Sachen gefunden und meint, oh ja, siehst du hier, guck. Es sind Leute und so, und sie hat ihn versucht zu beruhigen, von wegen, die sind doch schon weg, hier ist lange niemand mehr gewesen und so, aber da. Er hat jetzt Arbeit zu tun, der möchte nicht, dass sie sich hier draußen rumtreibt, sondern dass sie im Haus bleibt. Wie sie sich die ganzen Launen von den Typen auch noch gefallen, wer es sei, nur ein Schmatzer gibt und so, anstatt die Tage aber auch so ein Arschloch zu sein. Er hat sich wieder eingeschlossen. What do you want? I'm busy. Ich will dir einen scheiß Abflussreiniger bringen. Come on, Don. Here's the drain cleaner you requested. Jeez. Yeah. Thanks. Gleich ein auf die Nuss. Nein, Gewalt ist keine Lösung, Leute. Honey, are you feeling all right? Is your head still hurt? Adrian, leave me alone. I'm fine. Well, how about a little dinner? You could come downstairs and help me. We can make a little pasta, maybe some salad, a little vino. Yeah, sounds great. Call me when it's ready. Bam! Scheiß mach ich, ey. Ich fress die ganzen kleinen Wiener alleine. Das sind übrigens Würstchen. The Chapter is finished. So, das Chapter 2 ist vorbei. Gucken wir uns jetzt auf jeden Fall noch das Video an. Ich kann an dieser Stelle, glaube ich, jetzt gar nicht speichern. Gucken wir uns auf jeden Fall noch das Intro von Chapter 3 an und dann ist das auch das genug sein für dieses Video. Chapter 3. Das heißt, wir sind auch schon fast bei der Hälfte vom Spiel. Ah, ich habe auch ein bisschen länger gebraucht als andere Leute. Ich kannte sie mal null. Picknick! Picknick im Garten, nice! Hätte ich so im Garten würde ich auch ein Picknick machen. Ey, hör mal auf zu rauchen hier beim Essen. It's a nice day for a picnic, don't you think, honey? Ja, ja. Yeah, I guess so. So good to get you out of that dark room. Yes, Beth. Well, I've got work to do, Adrian. We're not finished yet. Don, it can wait. You need to take some time out to relax. You're so stressed out. I've got publishing deadlines. Can you understand that? You see, I don't get the same ass-kissing royal treatment your publisher gives you. Don. My.
can you say that? I certainly do understand deadline. Honey, what's wrong? Nothing. It's a headache, that's all. But... I'm gonna go lie down. Maybe you were right. Maybe I need some rest. Es gab nur diese armseligen Weintrauben. Ich dachte, es gab hier Würstchen und Salat. Aber vielleicht haben die auch alle schon aufgegessen. Sag mal, wer? Der schleicht hier im Garten rum. Hallo? Ja, aber erstmal die Decke zusammenfalten. Genau. Auf die Weintrauben. Auf die schönen Weintrauben. Das sind sie Matsch. Egal, der Koffer ist eh weg. Leute, ich hab's euch gesagt. Wer hinter diesem Baum steht, erfahrt ihr auf jeden Fall im nächsten Video, wenn wir mit dem Kapitel 3 beginnen. Ne? Alles klar. Schön, dass ihr mit dabei gewesen seid. Ne? Bis zum nächsten Mal. Ciao.